kurz angucken. Ich gehe davon aus, dass es nicht so gut werden kann wie früher. Aber wenn nicht, ist es bestimmt ein unterhaltsamer Actionfilm. So, wo wollen wir denn rumnerven? Also ich würde für einen Moment mal mich da irgendwie so auf H78 oder so rumdrücken oder auf dem Hügel G3. Auf geht's! Und dann bei passender Gelegenheit mal rudeln irgendwie. A78. Sieben, acht. Das ist ja hier. Ja, irgendwo hier, genau. Ich bin schon da. Ja, und jetzt bin ich am gucken. Derjenige, von dem ich die Karte habe, der hat jetzt meine R982. Ach so, und da guckt er halt, was hast du für eine von dem? Ich habe jetzt eine GTX 660 OC Gott, das ist ja lange her. mit 2 GB RAM, ja. Interessanterweise die gleiche Preisklasse wie die R9, die er von mir hat. Aber die Naja, R9 ist aber die deutlich gleiche teurer. Preisklasse vor ein paar Jahren, ne? Vor 2 Jahren. Sind beide 2 Jahre alt. 660 ist 2 Jahre alt. Da gibt es jetzt halt die 69. Das ist direkt der Nachfolgermodell. Nee, es gab noch die 67 und die 860. Ja, die gibt es ja immer noch. Aber ich glaube, von der Leistung ist die 69 die ähnlichste. Nee, 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 die 660 war deutlich drunter. Die hatte ich, boah, mehr als 3 Jahren im Rechner. Echt? Okay. Aber das Ding ist, das macht bei World of Tanks gar nichts, ne? Naja, also ich bin eine ganze Stufe besser mit der R9 gefahren. Also da war einfach alles auf Maximum. Und ich hatte eine richtig gute Physik und die hier schafft es überhaupt nicht. Also hier wackeln keine Rädchen beim Fahren und so, ja. Naja, wie gesagt, die ist auch schon so vom. Vom letzten Mal. Aber wie gesagt, es ist. Das Schlimme ist ja bei diesem Spiel, dass das selbst in letzter Standardgrafik. Noch gut spielbar ist. Ja. Was sind denn hin, die Artillerie? Müssen wir mal gucken, dass das der Jagdpanzer da nicht kriegt. Der irgendwie auch steht. Gibt da gleich links auftauchen. Der Grüne. Da ist er. Da kannst du doch nicht mal sehen. So, jetzt müssen wir mal Na, unseren bald Gegner. mal Richtung Base, ne? Ja. Aber da ist nur einer drin. Den umgehen wir, ne? Den AT-8. Den lassen wir einfach verhungern. Der interessiert mich auch nicht. Das ist eh der einzige, wo man bounced. Ja, den Skoda erstmal, oder? Ja, den Skoda raus. Die SU-100 rechts. Jetzt müssen wir resetten. Auf den Panzer 4H in der Mitte drauf, egal, auch wenn wir sterben. Okay. Okay, das ist so. Jetzt ist Ruhe. Jetzt können wir auch den T29 zusammenschießen fahren. Ja. Da können wir ganz nah ranfahren, kann der noch nicht mal auf den Ziel. Das ist so unfair mit zwei von diesen Dingern, ne? Ja. Aber der eine ist mal ganz schnell verloren, ja.
Das ist halt die Feuerkraft der zwei Kanonen, ne? Da kriegst du halt einfach jede Sekunde bösen Schuss rein. Dann gucken wir mal, ob wir mal hinter der AT-8 geparkt kriegen, ne? So, jetzt fehlt noch die Artillerie hinten in der Ecke. Du hast ja auch Nvidia, gell? Bei dir war das doch der Fall mit dem Atelco-Rechner, der abgeraucht ist. Ja, genau. Das, aber ich kann dir nicht sagen, ob da das Mainboard die Karte oder die Karte das Mainboard mitgerissen hat. Ja. Die sind ja zusammen gestorben. Und ich hatte die 79er und habe jetzt die 69er, die übrigens unter Wot ganz genauso gut läuft. Also es gibt da nicht keinen spürbaren Unterschied. Okay. Also vielleicht 3 FPS oder so. Okay. Und du wolltest ja eine verkaufen, hast du das gemacht? Oder? Nee, ich habe ja Ärger mit Atelco, weil die mir die Karte nicht zurückgeschickt haben. Sondern das Geld, das sie vom Hersteller bekommen haben, in ihre Insolvenzmasse gepackt haben. Ach du Scheiße. Ja. Der Hersteller hat halt keine neue Karte rausgeschickt, sondern Kohle. Ja. Und die haben. Das ist vom Verwalter geschnappt. Genau, und das ist gleich einkassiert worden. Da habe ich halt irgendwie ein Briefchen hingeschrieben, dass ich meinen Anspruch da geltend mache, aber ich denke nicht, dass ich das wiedersehe. Okay. Ja, brutal.